Guten Morgen und heute, ja, gehen wir in eine Stadt und da gucken wir uns eine Tropfsteinhöhle an, hier genannt La Grotta. Und dann gehen wir wieder nach Otranto, gucken uns dort ja, die Altstadt an und dann gehen wir noch zu einer Stadt. Also wird heute ein langes Programm werden. Guten Tag, wir sind hier gerade in Leuka, heißt das Örtchen, glaube ich. Und ist hier gerade so eine schöne Aussicht und hier im Hintergrund hier ist so ein bisschen der Leuchtturm, falls man den sehen kann. Ich weiß nicht, wir laufen jetzt mal so ein bisschen hier zum Leuchtturm. Es ist eigentlich echt. Es ist gerade sehr sonnig, sieht man hier. Und das hier ist so der Leuchtturm. Ja, hier, das hier ist der, glaube ich. Ja. Und ich weiß nicht, ich kann euch ja mal mitnehmen. Mal gucken. Hier gibt es eine super tolle Aussicht, wenn man das hier sich so anschaut. Wir laufen dann gerade so ein bisschen durch die Gegend. So, jetzt kommen wir hier. Und hier gibt es eine mega tolle Aussicht, wenn man das hier so sich so anschaut. Hallo, wir laufen jetzt zu einer Grotte. Da soll es ein bisschen kalt sein. Wir waren gerade in Leuka oder Leuka, keine Ahnung, wie das heißt, am Strand. Na gut, sind da ein bisschen lang gelaufen. Es war echt heiß dort. Hier auch ein bisschen. Ja, und jetzt gehen wir in die Grotte. Wir gehen jetzt runter in die Grotte. Das sieht man auch hier sehr schön, dass es auch wirklich so eine richtige Grotte ist, wie man sie aus den Bildern und so weiter kennt. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Schaut mal hier in den Hintergrund, wir sind hier echt in der Grotte, das ist fantastisch. Ja, echt geil, ey. Also, wow, das ist richtig schön. Wir laufen hier durch eine Grotte. Also, wir gehen jetzt gleich hier rein und dann schauen wir mal, wie das hier so ist. Das Meer hört man wahrscheinlich auch, ja, ist echt geil hier. Guckt mal, hier ist ein obdachloser Hund und ich mache gerade ein Video mit dem. Der arme Hund. Oh. Wir sind hier gerade wieder in Otranto und ja, wir waren gerade so ein bisschen hier innerhalb dieser Burgmauern und haben dort ja, ein bisschen Souvenirs geshoppt. War echt geil. Es ist heute echt sehr warm hier in Italien und jetzt gehen wir zu einer Kathedrale und schauen uns mal an. Ja, schauen uns hier mal so eine große Kathedrale an. Hallo, wir sind hier gerade in der Einkaufsstraße in Otranto. Das ist echt cool hier. Viele Läden sieht man hier und hier waren wir auch gerade drin und haben etwas gekauft. Ja, und gleich geht's ab in die Kirche, die große Kathedrale. Bin ich auch mal gespannt, wie die so aussieht. In der Kathedrale von Otranto und ich müssen hier so ein bisschen leise sein. Ist natürlich so in der Kirche und hier sieht man so ja, den kleinen Altar. Wir waren gerade noch im Großen und ja, das ist hier so die Kathedrale von Otranto. Hier wurden rund 800 Türken gekillt, weil die halt Muslime waren und ja gut, Italien ist halt katholisch, ne? Und die Kirche war damals so ein bisschen böse und deswegen haben die halt damals Leute getötet. So, wie ihr gerade gesehen habt, waren wir gerade in der Kathedrale hier und ja, jetzt sind wir so ein bisschen zurückgelaufen und jetzt geht's gleich wieder nach Hause. Mal gucken, da werde ich wahrscheinlich dann das erste Video cutten oder so. Ja, und dann, das war es halt heute mal in der Kathedrale und in der Stadt und so.